Grüß dich und willkommen zur TARP-Herausforderung in Bloons Tetris 6 am 19.07.2023 auf der Grau-Out. Schwierigkeitsstufe Mittel im Standardmodus und das sind die Regeln. Du darfst zwei Affen platzieren, hast 65.000 Startgeld, ein Startleben. Das Ganze spielt sich in Runde 63 ab. Affenwissen ist hier deaktiviert, alle Bloons sind getarnt und die Keramikbloons, die hier angeschwebt kommen, sind wirklich sehr, sehr zäh. Okay, los geht's. Hier kommen sehr viele Keramikbloons hin, die sind wirklich sehr, sehr zäh. Ich kenne hier zwei Lösungen, wie du das Ganze schaffen kannst. So, die erste Lösung geht folgendermaßen. Und zwar, lass das Wasser erstmal ab, das ist wirklich sehr, sehr teuer diesmal. Und dann platzierst du einen Superaffen hier schön an diese Stelle hin. Der bekommt als Verbesserung 2, 4 und 0. Dann platzierst du noch ein Affendorf neben dem Superaffen und das bekommt hier 2, 3 und 0 als Verbesserung. So, jetzt musst du dein Spiel langsam laufen lassen. Die Fähigkeit vom Superaffen lädt sich auf und sobald alle Keramikbloons, also die erste Welle von Keramikbloons hier schön in der Mitte ist, setzt du die Fähigkeit ein. So, jetzt kannst du dein Spiel mal kurz schnell laufen lassen, warten, bis die zweite Welle kommt und sobald die zweite Welle in der Mitte ist, zack, Fähigkeit wieder einsetzen. Das Ganze musst du jetzt noch einmal machen und dann hast du gewonnen. So, ich mache das Ganze aber mit der zweiten Lösung. Und zwar geht die mit dem Affenfliegast. Das kannst du irgendwo hier auf dem Bildschirm hin platzieren. Das bekommt hier als Verbesserung 2, 5 und 0. Diese Lösung ist ein bisschen schwieriger. So, du musst dein Spiel jetzt langsam laufen lassen, ja, und warten, bis die erste Welle von Keramikbloons hier ankommt. Und sobald sie in etwa hier sind, also in der Mitte, musst du die Fähigkeit einsetzen. So, und jetzt musst du die Fähigkeit vom Affenflieger Ass einsetzen, wenn die Bloons in etwa hier sind, also hier an dieser Stelle, zack, sofort einsetzen. Und jetzt sollte auch gleich dann die zweite Welle von Keramikbloons kommen, zack. Und sobald du die Bombe hast, zack, sofort einsetzen. Das wird knapp. Wie du gerade sehen konntest. Und jetzt kommt nur noch eine Bloonwelle von Keramikbloons. Du musst jetzt deine Fähigkeit einmal zwischendrin einsetzen. So, gleich kommt die zweite Welle hier eingerauscht und du musst die Fähigkeit jetzt sofort einsetzen, sobald sie verfügbar ist. Okay, jetzt kommen nur noch ein paar Bleibloons und die werde ich dann auch mit meiner Fähigkeit hier erledigen. Zack, das sind die letzten Bloons hier und das ist der Sieg. Okay, ich bekomme hier 90 Affendollar und 35 Silvesterraketen. Mal gucken, kann ich meine nächste Kiste hier aufmachen? Nö, darf ich nicht. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Ende und aus.